Die letzte Aktion in einem hochdramatischen Halbfinale. UFC-Keeper Michael Szymański hält den entscheidenden 6 Meter und alle Dämme brechen. Grenzenlose Freude bei Münsters Futsalern über den Einzug ins Finale. Aber wir wollen am Anfang eines Nachmittags in Überlänge beginnen. Der Gegner des Universitätsclubs, Croatia Berlin. Eine harte Nuss. Vor 2 Jahren haben die Jungs in den blau-weiß-roten Trikots den DFB Futsal Cup in die Hauptstadt geholt. Doch Münster startete mit breiter Brust in die Partie. Der erste Versuch knallt an den Pfosten, der Nachschuss klar drüber. Das war doch schon mal eine Riesenchance. Und weiter der UFC im Vorwärtsgang. Schöne Kombination, da fehlte wirklich nicht viel. Die etwa 300 Zuschauer in der prall gefüllten Universitätssporthalle kamen voll auf ihre Kosten. Die Kroatier ganz verhalten in den ersten Minuten, diese Chance eher ein Zufallsprodukt. Die Berliner hatten auch sonst eher in der Defensive zu tun, und zwar allerhand. Die 24, das ist Christoph Rüschenpöder, genannt Rüschi, der überragende Protagonist an diesem Mittag. Und er steckt toll durch zu wenden, die Camper. Doch Gästekeeper Almir Drinder ganz stark. Münsters Führung lag hier irgendwie in der Luft, doch sie gingen viel zu fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um. Und wieder wirft sich der Gästekeeper dazwischen. Das Tor war wie vernagelt. Jetzt mal die Kroatier mit einem Entlastungsangriff. Aktürk spielt den Doppelpass und das ist das 1:0. So einfach kann Futsal sein. Der Treffer stellte den bisherigen Spielverlauf komplett auf den Kopf. Wie würde der UFC das verkraften? Die Antwort: gut. Der technisch versierte Rüschenpöler mit fantastischem Zuspiel auf Kemper. Ausgelacht. Hochverdient und wirklich schick gespielt. Wer in der Halle noch kein Futsal-Fan war, wurde es spätestens bei dieser Partie. Ja, und der UFC hatte auch noch weitere gute Möglichkeiten, einen Treffer nachzulegen. Die beste wohl kurz vor der Halbzeitpause, doch Offermann direkt am Schuss im Rückland. Jetzt erstmal durchschnaufen. In der Pause gab es dann noch ein wenig Hip-Hop-Dance zur Unterhaltung der Fans. Aber wir wollen auf dem Parkett weitermachen. Hälfte 2, nicht mehr ganz so ein Offensivfeuerwerk, doch mit gutem Beginn für Münster. Alex Kenkel trifft zum 2:1. Das war die Effektivität, die in der ersten Hälfte noch fehlt. Doch danach Münster zu defensiv und zu schlecht aufgestellt. Ein Kroatien-Angriff, viel zu viel Platz und Sascha Schröter zum 2:2 Ausgleich. Schade. Man muss jedoch ehrlich gestehen, die Hauptstädter nun mit deutlich höheren Spielanteilen, wenn auch klare Torchancen Mangelware blieben. Das hier vielleicht noch die beste. Aber es blieb beim 2:2, also hieß es 2x5 Minuten Verlängerung. Und die Extra-Time begann mit einem Paukenschlag. Keine 20 Sekunden vorbei und Kapolei mit dem Versuch, der passt, 3:2 Berlin wieder vor. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Rüschenpöler. Nicht mit allzu hohem Tempo, aber toller enger Ballführung, dann wird's gefährlich. Doppelpass, Futsal aus dem Lehrbuch. Das 3:3, große Klasse. Wie der UFC jeden Rückschlag wieder wegsteckt. Die Partie, ja, sie war hochspannend. Beide Teams wollten die Entscheidung Drinder aus der Distanz allerdings nicht zu bezwingen. Und wie sieht's da auf der anderen Seite aus? Aktürk mit einem Versuch, ein ganz krummes Ding, 4:3 für die Berliner. Torwart Szymański, in diesem Moment wohl der unglücklichste Mann in der Halle, wollte am liebsten im Boden versinken. 5 Minuten blieben dem Uniklub noch, um was zu drehen. Doch Berlin verteidigte geschickt. Kein Durchkommen für die Mann in den schwarzen Trikots, die jetzt auch alles auf eine Karte setzen mussten. Keeper raus und extra Feldspieler rein. Flying Goalkeeper hier im roten Leibchen als Aufbauspieler. Einfach mal drauf auf den Kasten und da ist Alex Kenkel. Last-Minute-Ausgleich, die Halle stand Kopf. Das war hier nichts für schwache Nerven. Doch Nerven brauchte man jetzt vom Punkt. 6 Meter schießen.
hier der Treffer von Münsters Kapitän. Doch der UFC auch mit dem ersten Fehlschuss. Na klar, Aluminium. Die Freude bei Berlin währte jedoch nicht lang. Auch Kroatien mit einem Fehlversuch komplett am Kasten vorbei. Alle weiteren Schützen verwandelten sicher und was jetzt kommt, wissen Sie ja schon. Szymański wird zum Held des Tages. Der Unglücksrabe bügelt seinen Fehler vom 3:4 wieder aus und bringt Münster ins Finale. Die UFCler überglücklich, aber auch vollkommen erledigt. Ja, ich muss mal meinen Bruder mal ganz kurz grüßen, weil der stand am Spielfeld mit den Einlaufkindern. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sag mal, ich halte hier keinen, was soll ich machen? Ja, sagt er, bleib stehen und mach irgendwas. Dann hat er irgendwas gemacht und dann habe ich ihn gehalten. Ich bin völlig fertig mit der Welt. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Zwischenzeitlich war ich am Zweifeln, ob es jetzt noch reicht, aber richtig geiles Spiel. Immer gegengehalten, immer wieder einen draufgesetzt und einfach als geschlossene Mannschaft richtig geil gezockt. Ich bin ganz froh, dass die Halle voll war, dass sie bis zum letzten Platz gefüllt war, dass wir auch Futsal gezeigt haben. Da war ja für die Zuschauer alles mit dabei und das freut mich, weil da einige dabei waren, die noch nicht Futsal gesehen haben, die vom Fußball kommen. Ihr seid jetzt, warte, zwar auch ein paar Mal schon dabei, aber noch nicht bei so einem bedeutenden Spiel. Und das war schon ein würdiger Rahmen, muss ich schon sagen, ja. Ich glaube, dass wir den einen oder anderen Fan heute für den Futsal und für uns begeistern konnten. Und was die Leute hier geboten haben, war richtig geil. Also richtig tolle Atmosphäre vom Feinsten.